Willkommen Leute der ambitiösen Unterhaltung zu einem neuen Unboxing. Ja, es kam ja schon 4 Monate kein Unboxing mehr. Und nun habe ich mein Stativ. Nun kann ich auch endlich mal ordentlich Unboxings machen. Und wie ihr schon im Titel seht, ist es das Blue Snowball. Ja, für 60 Euro bei Amazon erhältlich. Link natürlich wie immer in der Beschreibung. So, dann fangen wir mal an hier, eine Seite. Wie das üblich ist bei Amazon. So, mit auch noch. Jetzt bin ich in das Stativ getrampelt. Lolo. Da geht's auch schon los. Hier kann. Und da haben wir es ziemlich schwer, muss ich sagen. Oh, ich halte es nicht ins Bild. Ziemlich schwer. Im Karton kam mir das leichter vor. Die Verpackung sieht schon ziemlich alt aus. Wer weiß, wie lange das bei Amazon da rumlag. Aber naja. Das geht hier auch gar nicht automatisch auf. Geht auf der einen Seite auf und auf der anderen wieder zu. Jetzt haben wir es. So, kommen wir mal zum Eigentlichen, was ich ja sonst nie mache. Nicht zuerst zumindest. Hier ist der Snowball. Könnt ihr mal vergleichen, wisst ihr, wie groß meine Hand ist. Groß das Ding ist. Also es ist auf jeden Fall schwerer, als es aussieht. Was man, ihr habt vielleicht in Videos vorher gesehen, da sieht das Ding nicht so schwer aus. Aber naja, ziemlich, also schon ziemlich hochwertig. So, was haben wir hier noch? Gehen wir mal weiter. Ach ja, genau. Das Dreck. USB-Kabel. Mir war ja wichtig, dass ich ein Großmembraner mit USB-Anschluss bekomme, weil XLR ging natürlich auch, aber dazu bräuchte ich dann noch einen Vorverstärker oder ein USB-Interface oder sowas. Und das nochmal extra zu kaufen, nein, danke. So, Anleitungskrimskrams ist klar. Hier haben wir noch ein kleines Stativ. Hat so Stufen, wie man das verstellen kann. Verrutscht nicht, alles wunderbar. Kabel. Und ich bin ein Dusel. Das Kabel sieht ein bisschen komisch aus. Also dieses Design an Kabeln müsste man eigentlich kennen. Ich finde das ziemlich hässlich. Aber naja, was soll man tun? Man könnte sich jetzt nur noch ein anderes kaufen. So. Keine Ahnung, wie lang das ist. Ein bisschen mehr als 1 Meter. Reicht auf jeden Fall aus. Hier das, was ins Mikrofon kommt. Hier normale USB. Kennt man. So. Also mache ich einen kleinen Cut und ihr seht das Ganze mal, wie es nachher auf meinem Schreibtisch aussieht. So, ich habe jetzt meinen Stuhl etwas weiter runtergefahren. So habe ich immer noch gute Sicht auf den Bildschirm. Komme aber etwas besser an das Mikrofon ran. Man kann das hier auch noch etwas neigen, wenn man möchte. Und bequem zocken kann ich dann immer noch. Das war's dann erstmal mit diesem kleinen, aber feinen Unboxing, einer Review, ein Soundvergleich zu meinem alten Headset wird natürlich auch noch kommen, alles die nächsten Tage nach diesem Video hier. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wie immer, lasst einen Daumen oben da, wenn es euch gefallen hat und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!